Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ori and the Blind Forest. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Spaß an dem Spiel. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wo ich war. Genau, ich musste hier... Ich war hier zugange, genau. Ich war hier zugange. Und mir fehlte noch ein blaues Pünktchen. Ja, das war natürlich jetzt... Ist natürlich schwierig. So. Das hatten wir schon mal geschafft. Ah. Drücke X, um dieses Energietor zu öffnen. Ja, das funktioniert ja bei mir nicht so wirklich berauschend. Komm schon. Wo bekomme ich denn jetzt sowas zum Teufel nochmal noch her? Ah, guck mal, ich habe eins. Na, jetzt können wir das endlich machen, oder? Die Steuerung wieder. Na, endlich. Endlich. So, und jetzt gehen wir auf die andere Seite und können endlich den Stein dahin schieben. Aber... Beziehungsweise, ist das überhaupt ein Stein? Was soll das eigentlich sein? Man weiß es nicht so genau, ne? Na, endlich! Jetzt darf ich bloß nicht kaputt gehen. Tschu. So, schießen, springen. Ich muss mich jedes Mal hier neu an die Steuerung gewöhnen. Hä? What? Ich kriege das gar nicht. Ach, oh gut, dann gehe ich mal nach links. Wenn es rechts nicht weitergeht. Ein Hebel. Gut, okay. Das hat bestimmt einen Grund, dass das jetzt ausgeht. Aber... Also da oben dampft es schon mal, wie wir sehen. Ah, gut. So geht es natürlich auch. Yay! Ich habe einen weiteren Fähigkeitspunkt erhalten und noch eine Energiezelle gefunden. Ja, hat sich doch jetzt gelohnt, oder? Woo! Dann mal nichts wie zurück. Und dem regulären Pfad weiterfolgen. Ja, bin ich froh, dass ich das jetzt noch gemacht habe hier, ne? Wie kann ich nochmal speichern? Spiel gespeichert, gut. So, jetzt öffnen wir mal den Seelenbaum. Den Fähigkeitenbaum. Mein Gott, diese Steuerung. So, zwei Punkte habe ich. Ermöglicht es Ori, den Sprint auch in der Luft zu benutzen. Ja, das ist gut. Das machen wir auch mal. Und wir haben die Fähigkeit gemeistert. Wisst ihr? Damit kommen wir nämlich auch locker. Ah! Dann an Stellen, an die wir vorher nicht gelangen konnten. So, hier wandert der kleine Ori, der Oreo. Jetzt mal ganz gemütlich rüber. Und jetzt muss ich aber mal gucken, wo ich als nächstes hin muss. Also da unten waren wir jetzt. Das haben wir alles geschafft. Da oben gibt es noch ein bisschen was. Ach, da oben muss ich auch hin, ja. Auch nicht schlecht. Einfach mal gucken, wo man lang muss. Muss ich jetzt den ganzen Weg da wieder hoch? Ach du liebe Güte. Das ist aber ein weiter Weg. Piu.
Ja, ich kann nicht mehr die Aufnahme pausieren. Das heißt, wir müssen das jetzt alles zusammen machen, weil ich jetzt wieder mit OBS aufnehme. Weil ich ehrlich gesagt mit der Aufnahme, mit der Qualität der Videos, die ich jetzt in der letzten Zeit immer rausgebracht habe, die ich mit Mirrorless Action aufgenommen habe, überhaupt nicht zufrieden bin. Ich bin mega unzufrieden damit. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Das ruckelt, die Videos ruckeln. Und ja, der einzige Vorteil ist halt, dass ich bei Action echt die Aufnahme unterbrechen kann. Das ist ein mega Vorteil. Das ist super geil eigentlich, aber irgendwie kann man auch nicht alles haben, ne? Ja. Irgendwann, Leute, lege ich mir meinen neuen Computer zu. Und dann ist das Thema auch keines mehr, über das ich mich beklagen muss. Aber irgendwie habe ich andere Sachen, die mir gerade wichtiger sind, die ich mir so zulegen und leisten möchte. Zumal, das will ich ja auch nochmal betonen, hier es sich ja nicht so richtig lohnt mit meinem YouTube-Kanal, ne? Also ob ich jetzt das super schneide und unterbreche oder Längen rausmache, interessiert auch einem im Endeffekt keinen. Deswegen spielen wir jetzt einfach ganz normal dafür mit einer Videoqualität, mit der ich deutlich zufriedener bin. So, diesen Bereich hier habe ich noch gar nicht besucht, sehe ich gerade. Warum nicht? Ah ja, okay. Da kann ich ja potenziell kaputt gehen. Kann ich hier hoch? Was gibt's denn da? Da gibt's nur irgendwas in dieser Brühe, ne, wie man da sehen kann, aber da kann ich ja gar nicht rein. Da gehe ich ja immer dann kaputt. Deswegen gehen wir jetzt hier weiter nach oben. Ich habe den coolen Doppelsprung. Damit ist ja der Rückweg null Problemo. Boah. Ah, ich liebe das, wenn man so immer mehr Freiheiten hat in einem Spiel. Es gab mal so ein Spiel, das habe ich auf der PlayStation 2 gespielt. Giant Citizen Kabuto hieß das. Das fand ich richtig toll. Da konnte man immer so mit so einem Jetpack über die komplette Spielwelt jetten. Das hat einem so ein Gefühl von Freiheit gegeben. Das fand ich richtig toll. Ach du liebe Güte. Ha, 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 habt ihr das gesehen? Ah! Was war das denn für eine Falle? Oh, nein, 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 sowas mag ich ja gar nicht. Das sind ja so Trial and Error Sachen. Das kann ich den ganzen Weg nochmal machen. Gut, komm, ich beeil mich. Ich beeil mich ja schon, ist ja schon gut. Geht ja hier gleich weiter, Leute. Ach, Ori and the Blind Forest ist echt ein tolles Spiel, oder? Wirklich nett. Nur doof, dass ich jetzt echt einen langen Weg zurückgehen muss. Aber guck mal, wie meisterlich ich das hier mache, oder? Da kann sich doch keiner beklagen. Au! Kaputt? Ja. Nein! Oh! Da wäre es fast schon wieder passiert. Ich habe nicht aufgepasst. Glück gehabt. Verdammte Spinne. So, hier komme ich wieder raus. Aber ich möchte ja nach da oben. Okay.
Und wie man sieht, warum ist die Spinne jetzt wieder da? Komme ich gar nicht da hoch. Gut. Da bin ich ja froh, dass ich da lang gewandert bin. Völlig umsonst. Ah! Ah! Oh. So, wo muss ich lang? Rechts, links, geradeaus. Ich gehe mal links weiter. Guck mal, da war ich auch noch nicht so wirklich. Es wäre gut, wenn man sich die Karte irgendwie markieren könnte. So mit Notizen. Hier muss ich noch hin, da muss ich noch hin. Warum war ich denn hier noch nicht? Was bist du denn für einer? Oh! Ey, fiese Falle. Ah. Ey, das mit diesen Speicherpunkten, Leute, das nervt mich aber wirklich an dem Spiel. Das muss ich mal so sagen. Aber die Musik, die ist so schön, oder, Leute? Aber guck mal, wie schnell ich unterwegs bin. Na, erstmal alles kaputt machen, was mir im Weg ist. Muss ich echt aufpassen hier. Was ist hier? Was wird hier so gut bewacht? Ha? Ah! Ey, nicht zu fassen, oder? Das ist doch unfair. Direkt vom Näschen runtergekommen. Ey. Links, rechts, hoch. Ich gehe mal weiter nach links. Ey! Oh. Oh. Das tut mir jetzt aber fast ein bisschen leid. Das Tierchen war irgendwie süß. Vielleicht sollte ich einfach meinen coolen Sprint benutzen. Ja, damit ist das ja dann gar kein Problem mehr. So, hier kann man tauchen. Aha, guck mal. Ah, das ist eine Abkürzung. Huch. Hallo. Hm. Wäre natürlich gut, wenn ich dann jetzt hier irgendwas bekäme. Also noch so ein paar blaue, noch so ein blaues Dingen, weil da hinten nämlich so eine Tür ist, die man aufmachen muss. Habt ihr es gesehen? Oh, ich habe was entdeckt. Oh Mist, oder? Hm. Nee, ich bin noch nicht aufgefüllt. Ach man, diese Abkürzung würde ich gerne freischalten. Ich kann jetzt aber auch nicht speichern. Da oben! Okay. Ha! Super, oder? Das hat sich doch dann gelohnt. Jetzt schön vorsichtig. Und nicht irgendwie kaputt gehen, bitte. Was? Schon wieder da?
Na komm, du interessierst mich jetzt eh nicht. Juhu! Weg freigeschaltet. Und jetzt sind wir, so wie es aussieht, wieder hier am Anfang. Guck mal. Und da kann ich jetzt einfach drüber springen mit meinem Supersprung. Aber ich muss ja eigentlich ganz woanders hin. Nämlich da oben hin. Nein. Hier, da muss ich hin. Ich bewege mich also in eine vollkommen falsche Richtung. Muss also leider wohl wieder zurückgehen. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Aber trotzdem, ich habe jetzt hier mal was freigeschaltet und das ist auch gut so. Da oben komme ich nicht hin. Oder? Nee. Ja, Leute, dann haben wir noch einen kleinen Rückweg zu machen. Schaffe ich das überhaupt hier? Ja, ach so, das hatte ich ja eben schon mal gemacht. So, aufgepasst, dass ich nicht wieder zerquetscht werde. Ja. Oh, fuck! Tut mir leid. Gespeichert. Weg da! Also, ich meine, so weit ist es jetzt auch nicht, oder? Ups. Nein! Komm schon! Oh oh, guck mal, meine Lebensenergie. Gleich ist es schon wieder gelaufen. Eigentlich muss ich nur noch einmal getroffen werden oder sowas. Hallo, wie wär's mal mit irgendwas, womit ich mich auffüllen kann? Ach, wisst ihr was? Es wird hier mal einfach gespeichert und dann ist gut. Oh. Okay. Hab's nur nicht geschickt genug angestellt. Bup. Boah, hier gibt's viel zu entdecken, oder? Ups. Oh, hier komme ich gar nicht weiter. Na toll. Die Musik verändert sich. Die Musik hört sich düster an. Gut. Weiter, weiter ins Verderben. Wir müssen leben, bis wir sterben. Weiß doch jeder. Wie schön ich jetzt hier überall so zurückgehen kann, ne? Aber Moment, das konnte ich ja eh schon die ganze Zeit. So, da hinten kann ich noch nicht lang. Danke! Düstere Musik. Ach du Scheiße. Das ist aber wieder ein Weg zurück. Ich erinnere mich. Oh, Mist. Hatte ich ja ganz vergessen, diese Viecher. Oh, jo, jo. Ah! Komm, schnell hier weg. Einfach mal speichern. Ich vergesse das immer. Ah, guckt euch diesen Schleimklotz an. Ich bin aber gleich bin ich oben. Was? Okay, hier kann man eigentlich noch ein bisschen nach oben, aber ich kann nicht hoch genug springen. Ich denke, später werde ich noch höher springen können.
Bin ich jetzt kaputt gewesen? Oh nein! Ah! Da guckt ihr, wa? Ihr schleimigen Schleimklumpen. So. Ja! Oh, ist er kaputt. So, jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Ah, da hinten. Guck mal. Habe ich übersehen. Hä? Ach, das ist doch blöd. Also ganz ehrlich, das gefällt mir an dem Spiel nicht. Wie die Monster, die man gerade noch besiegt hat, immer respawnen. Hier war ich noch nicht. Yay. Eine Fähigkeitenzelle gefunden. Jetzt habe ich ja gleich schon wieder zwei und kann eine neue Fähigkeit freischalten. Auch nicht schlecht. Zeit zu speichern. Was ist das denn hier? Kann ich da nicht durch? Ne, noch weiter hoch geht's nicht. So, ich näher mich dem Ginsobaum. Ah! So, dann schalten wir mal eine neue Fähigkeit frei. Wo ging das nochmal? Ach, das geht nur auf so einen Speicherpunkt. So, was haben wir denn hier? Die meisten einsammelbaren Gegenstände werden automatisch absorbiert. Erhöht Stärke und Radius des Lichtstrahls. Machen wir das doch mal. Oh Mann. Fähigkeit gemeistert. Und damit, liebe Leute, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Freude. Empfehlt mich weiter. Ciao.